Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Heute probieren wir mal wieder Level Up aus und zwar ist heute die Rocket Pop Edition dran. Die ist im Winter, glaube ich, für so 2 Stunden oder so mal im Verkauf gewesen, aber jetzt auch offiziell wieder im Shop. Und dank dem lieben Colin habe ich natürlich auch eine Probe davon. Dankeschön nochmal an dich, geht raus. Schmecken soll das Ganze so ein bisschen nach amerikanischem Eis. Es soll erfrischend sein. Den Videos der Pulverboys zufolge, vor allen Dingen im Sommer, sehr viel besser als im Winter. Und da wir heute eine unfassbare Wärme haben, ist es, glaube ich, genau das Richtige, um es mit euch zusammen auszuprobieren. So grob mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Also der Flavor ist blau, wie man sieht. Level Up typisch wahrscheinlich wieder 250 Milligramm Koffein. Wenn das nicht stimmt, werde ich hier unten irgendwo korrigieren. Aber ansonsten bleibt dem, glaube ich, gar nicht viel zu sagen, als lass es uns auspacken. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es kann sehr nach hinten losgehen, weil mit Eis kann man viel in diese Richtung Bubble Boom versauen. Aber ich glaube, es kann auch echt geil werden. Gerade wenn die beiden Boys das auch gut fanden, kann das ja eigentlich nur gut werden. Dafür geht Speicherkapazität von meiner Kamera. Von meiner Kamera drauf, um zu filmen, wie ich es nicht hinkriege, diese Packung zu öffnen. So, Rocket Pop. Wir können ja einmal dran riechen. Es riecht süß, ja, aber auch so ein bisschen nach Früchten. Aber ich würde aus einem Frischhaltebeutel, was Geruch angeht, jetzt auch nicht zu viele Schlüsse ziehen. Deshalb würde ich sagen, mixen wir das Ganze einfach mal an. Und da haben wir auch den Shaker. Bei Proben denke ich mir immer, da kann man nicht so viel zu Tab und so sagen. Das Tab-Design finde ich übrigens sehr, sehr geil. Aber wirklich viel mehr zu Tab kann man da halt auch nicht sagen, weil man sie nicht da hat. Und deshalb stelle ich mir den Shaker immer schon hier hin. Was halt blöd ist wegen dem Eis und warm. Aber ich würde sagen, meine Taktik ist diesmal ganz gut aufgegangen. Ich habe die Eiswürfel einfach hier oben praktisch in dieses Gitter reingelegt, damit die nicht direkt Kontakt zum Wasser haben. Ja, ich weiß, wir haben alle Physik gehabt, Wärme steigt immer nach oben und so, da ist die Lagerung von Eiswürfeln oben vielleicht nicht ganz so praktisch. Ich dachte mir, es ist besser, als wenn ich die direkt schon ins Wasser rein tue. Außerdem könnt ihr dann zugucken, wie ich die Teile ins Wasser tue. Ist das nicht toll? Das ist extra Content. Jetzt habe ich nasse Hände. Etwas mehr als 500 Milliliter, das können wir ändern. Dann nehmen wir hier den Classic Scoop, den ich dafür immer benutze. Ohne das Haar am besten. Dann rein damit. Boah, sieht das geil aus. Ich bin auch sehr gespannt auf den Community-Flavor Zuckerwatte, weil also das Design und so ist echt mega weird, weil gefühlt nur Sachen gepickt wurden, die nicht zueinander gehören. Aber ich bin mal sehr gespannt und noch gespannter bin ich darauf, wie der ganze Kram hier schmeckt. Also shaken wir das Ganze direkt mal. So, da haben wir das Ganze geshaked. Herausgekommen ist so eine richtig bläuliche Farbe, erinnert mich aber persönlich so ein bisschen an Iced Out. Also es ist halt blau, aber es ist nicht das krasse shiny Foxblau, sondern es geht ein bisschen in diese ja, eher türkise Richtung, also so ein bisschen blau-grün. Und da bin ich mal sehr gespannt. Wir können jetzt einmal nochmal dran riechen. Es riecht immer noch so minimal nach Früchten, aber jetzt riecht es auch so leicht süßlich-säuerlich. Es riecht sehr so nach Candy die Richtung, aber nicht dieses Bubble Boom Too Much Candy, sondern noch dieses angenehme Candy, wie wir das zum Beispiel bei dem Peach aus dem Sage Mode haben. Ich bin gespannt und würde sagen, wir probieren das Ganze einfach mal. Okay, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also es ist leider noch etwas warm, weil ich es halt gewohnt bin, die Teile ewig lang in die Kühlung vorher zu legen. Aber das ist natürlich für euch, weil ich glaube, dass der Großteil das nicht macht, lasse ich das halt, damit ich so ein bisschen diesen Classic-Geschmack habe, den die meisten von euch auch haben werden. Aber es überrascht mich echt positiv. Es ist undefinierbarer Geschmack. Er ist halt nicht so mentholmäßig, dass er jetzt auf der Zunge kühlt, sondern echt in diese Richtung Candy. Und er schmeckt halt so ein bisschen diese Richtung von Wassereis. Nicht dieses rote Kirschwassereis oder so, sondern schon in diese künstliche Geschmackrichtung Wassereis. So ein bisschen wie dieses blaue. Ich muss sagen, es schmeckt echt erstaunlich gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Keine Säuernis drin, auch wenn es ein bisschen sauer riecht. Es ist konstant süß, aber es ist ein sehr, sehr angenehmes Süß und wirklich in diese Richtung blaues Wassereis, aber halt auch jetzt nicht exakt so, weil es soll ja auch was anderes sein, so ein
Rocket Eis wahrscheinlich. Ich hab's noch nie gegessen. Ah, doch so ein minimales bisschen Säuernis ist drin, aber so dezent. Man muss wirklich darauf achten, es zu schmecken. Also wirklich sauer ist das auf gar keinen Fall. Es ist nur so ganz leicht sauer, so ein minimales bisschen, damit man einfach das Gefühl hat, glaube ich, dass da mehr Dynamik oder so drin ist. Und es gibt dem Ganzen natürlich auch mehr Dynamik. Es ist ein sehr erfrischender, sehr leichter Sommerflavor. Er trägt nicht zu dick auf. Er ist wirklich relativ dezent. Und das finde ich auch sehr angenehm, weil dann hat man noch diese kleine Süße und so. Und gerade so ein Eis gekühlt, kann ich mir das an so einem warmen Sommertag richtig gut vorstellen. Also wenn ihr in diese Richtung gehen wollt, von erfrischenden, süßlichen Getränken für den Sommer oder so, ist das genau das Richtige für euch. Auch im Winter kann ich mir das am einen oder anderen Tag gut vorstellen. Aber da ist eben so ein bisschen in diese Richtung von Wassereis und Eis schmeckt, was es halt auch sein soll, ist es, glaube ich, eher so ein Sommerding. Wenn ihr überhaupt keinen Bock auf irgendwie was Süßes oder so habt, weil ihr sowieso viel lieber der Typ für, keine Ahnung, Shiny Fox oder Nuke Edition seid, dann seid ihr hier an der falschen Adresse und dann ist das einfach nichts für euch. Aber ich glaube, das war ja auch so ein bisschen zu erwarten. Mir gefällt der Flavor alles in allem sehr, sehr gut. Ich würde dem Ganzen 7 von 10 Punkten geben, weil er haut mich nicht von den Socken oder so, aber er ist schon geil und ich kann mir vorstellen, davon irgendwann mal eine Tab zu kaufen. Falls ihr Interesse an dem Flavor habt, den gibt es jetzt ja wieder als Tab und wahrscheinlich gerade sogar auch noch als Collectors Box. Da ist für 50 Euro praktisch einmal der Flavor mit drin und einmal noch einen Shaker in dem Design. Finde ich cool, wenn man wirklich irgendwie einen Flavor richtig abfeiert. Dann würde ich zum Beispiel, wenn es das für Shiny Fox geben würde oder für Galaxy mir auch mal holen, weil ich mag diese beiden Flavor echt total gerne. Oder für Iced Out mit so einem Iced Out Shaker. Im Allgemeinen muss ich aber sagen, diese transparenten Shaker sind cooler, weil ihr seht es ja, also man, wenn man schon Farbstoffe trinkt, dann möchte man ja wenigstens auch was davon haben. Aber wie gesagt, ich kann den Flavor euch wirklich sehr ans Herz legen, wenn ihr Bock auf einen geilen Summer-Flavor habt. Wenn ihr wirklich kühlend sein soll oder so, dann würde ich euch eher zu Iced Out raten. Dazu kommt auch nochmal ein Video. Boah, hätte ich letztens noch eine Holy-Bestellung rausgehauen, würde ich erstmal mit 2-für-1-Code da reingehen und mir das Ding holen. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte für ein ganz anderes Video. Kleiner Spoiler in dem Sinne. Aber ich hoffe, wir sehen uns dann bei besagten anderen Videos wieder. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hatte wie immer sehr viel Spaß dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was eure Lieblings-Edition für den Sommer ist, was ihr am liebsten im Sommer trinkt. Die Summer-Edition wäre auch so ein Punkt, wo ich auch nochmal Bock hätte, die auszuprobieren. Auf jeden Fall hoffe ich mich auf unseren regen Kommentar-Austausch. Vielleicht bekomme ich da noch den einen oder anderen Hint, was man gut im Sommer trinken kann. Ich bin sehr gespannt. Außerdem würde es mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dann seid ihr auch das nächste Mal dabei und verpasst garantiert nichts mehr. Ich würde dementsprechend sagen, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao! Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion, anger.